Tja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Half-Life 2 mit dem Cinematic Mod und dem alten Mann. Der jetzt hier klettert. Nein. Oh, doch. Ist das richtig? Oh, nicht! Hier werden keine Fotos gemacht ohne meine Erlaubnis. Weg. Oh, ich sehe nichts. Ich gehe erstmal hier hinten hin. Hier ist es ein bisschen ruhiger. Das ist hier wie ruhig runtergefallen. Ah! Hund! Ruhe jetzt hier! Hast genug geknipst. Nee, geht nicht. Also, Pistole. MG. MP. Beschränkter Block 8. Oh, wo? Ach, da oben. Komm, gib mir deine Muni. Oh, hast du das alles oben gelassen? Idiot. Hose. Oh, da. So, Ruhe. Ich weiß gar nicht, geht's jetzt hier lang? Das sieht so aus, ne? Ich guck mal hier noch ein bisschen weiter. Wenn ich hier noch weiter kann. Aber hier ist nichts. Was haben die beiden denn hier alles alleine gemacht? Komisch, komisch, komisch. Ihr hört das auch, ne? Hier ist ein Schnitter drin. Da oben ist er. Da komme ich hin. Muss ich da hin? Kann ich da hin? Komm hoch. Hier sind bestimmt wieder schöne Sachen versteckt. Komm. Komm zu Papa. Na komm. Na komm. Idiot. Oh, ich will das haben. Auch wenn ich es nicht brauche. Da kommst du jetzt. Da ist er. Komm doch, komm doch. Na gut, ich mache es dir einfacher. So, Ruhe ist. Jetzt komme ich hier nicht mehr runter. Ach, so geht's auch. So, Strom sparen. Hier unten noch gucken. Nichts finden. Nein. Hops. Oh! Was habe ich jetzt getan? Ach, ich hatte hier so eine... Ah, das ist... Ich... Hä? Habe ich einen Knochen? Ich hänge! Dummes Ding! Ja... Das scheint nicht ganz der richtige Weg gewesen zu sein. Da muss es ja doch hier oben lang gehen. Komm hoch. Huch. Ah. Lampe alle. Sieht das nicht schön aus mit dem Rohr? Endlich wieder am Tageslicht.
wo mir das hier nicht gefällt. Oh, hört ihr das auch? Strahlung! Oh! Hallo! Hey. Du bist Freeman, oder? Ja. Wir hörten, dass du kommst. Voll. Gleisdienste Eastern, Station 6, kommen. Dr. Freeman kommt jetzt den Fluss hinunter. Gebt ihm das Luftboot und helft ihm auch sonst aus. Wiederhole, Gordon Freeman ist zurück. Er muss unbedingt weiter nach Black Mesa East. Ja, hast du gehört? Du solltest besser gehen. Ach was. Hab ich dich schon mal irgendwo gesehen? Du warst doch der Verrückte am Bahnhof, ganz zu Beginn in der ersten Folge. Kopfkrabben! Die buddeln sich ein. Hunde! Hey! Warum hänge ich denn? Ach so, hier geht's nicht weiter. Ah! Nix auf meinen Kopf hier! Kannst vergessen! Oh, ich sollte nicht so laut sein. Hier hat's hinter sich. Die auch. Oh, die Arme. Die wollten mir bloß helfen. So. Arme Sau. Was war das? Ah. Spring doch nicht gleich hier rum. Probier's mal damit. Na, komm. Hier kommt man im ersten Teil auch schon damit erledigen. Hier ist noch eine. Ich hab dich gehört. Hier hat einer sein Paket nicht zugestellt bekommen. Ruhe. Da war noch eine. Und Strahlung und Hängung. Ach so, na auch noch. Das auch noch. Ja, das war klar. Huch, was war das? Hab ich eine gewischt gekriegt? Oh. Da kommen sie wieder. Komm her. Du auf. Du auf. Oh. Gehen die eigentlich hoch da? Nee, da passiert nichts. Ey, nur hört doch mal auf damit. Muss ich denn jetzt eigentlich lang? Na, da bestimmt nicht.
Ich gehe über die Paletten. Huch! Hazardous radiation levels detected. Oh, mir geht's gar nicht mehr so gut. Ah, ich glaube, ich hab's aber geschafft. Gott sei Dank. Guten Freeman, habe gehofft, dass du kommst. Das Luftbuch ich auch. Ist aufgetankt und sofort startklar. Das ist aber schön. Den das hier? Ordnungsschutz kann man da draußen schwer vermeiden, aber mit dem schnellen Wagen ist es machbar. Das ist ein Wagen. Station 7. Ein paar Flussbiegungen weiter. Eine alte rote Scheune. Aha. Eine alte rote Scheune? Also nix wie los, ja? Ja, mach mal das Tor auf. Los, komm. Wir sind motorisiert. Yippie. Wir können uns alle mal. Aber ich kann nicht schießen. Mann, da ist eine Rampe. Da kann ich springen. Spring. Jawohl. Oh, doch nicht so. Das Ding kann aber was ab. Ein Fass. Hat sich verkeilt. Muss ich jetzt lang? Ah, nicht dagegen. Es hat ein wenig Eigenleben. Da sieht das interessant aus. Da muss ich sowieso hin, glaube ich. Geht das? Ja. Oh, das glitscht hier aber lang. Oh, guck mal da oben. Der Gordon kann 5 Meter springen ohne Probleme. Oh, eine schöne Kiste war diesmal. Nee. Ich dachte schon, da wäre so eine Überraschung drin gewesen. Hier, das Rad kann man doch bestimmt drehen. Drehen, 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 drehen. Komm. Ich soll nichts spielen da. Was soll ich da? Da ist aber auch eine Rampe. Was ist da? Ist da noch irgendwas? Nö, ne? Ich denke mal, da geht's weiter. Das ist doch nicht umsonst gewesen. Außerdem ist da so ein Half-Life-Zeichen dran. Oh, ich habe hier auch ein Fadenkreuz. Wozu ist das denn? Oh. Sorry. Es gibt Lackkratzer. Ladedaten. Ja, leider ist es aber noch ein bisschen zu früh für einen Folgenpausen-Stingens-Bummens. Jetzt müsst ihr da durch. Ladedaten. Aber er tut noch was. Ich habe eben mal runtergeschaut. Oh, es geht weiter. Wassergefahr. Das soll Wasser sein, die olle Plöre. Da ist eine rote Scheune und da ist auch wieder so ein Zeichen drauf. Wie komme ich da hin? Da hinten irgendwie. Kann man das kaputt machen? Nö. Man kann hier überall mit lang fahren. Ha, 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 ha. Das ist aber eine rote, da ist eine Treppe. Was gibt's aber noch?
mutierte. Oh, wo ist sie? Da. Das geht damit viel besser. Das müsst ihr zugeben. Station 12, bitte kommen. Station 12, seid ihr da? Ach, das war Station 12. Aha. 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 Da müssen wir also hin. Aber wir schauen mal, ob da oben noch was Schönes ist. Ich mache auch ein bisschen Licht. Ich biege mich. Da ist eine Rieze. Komm. Eine Leiter. Hau ab. Gib's doch auf. Ganz vorsichtig. Ah, da ist doch was. Ah, da sind Sachen versteckt. Schaut mal. Nicht brauche. Aha, tolle Hilfe. Fuck off. Ja, schneller, langsamer nach rechts, nach links. So, dann werde ich mal hier parken. Hier sieht man mich nicht so gut, hoffe ich. Und werde mal in der nächsten Folge weiterfahren. Bis dann, Freunde. Tschüss.